amazing event tonight here in Sevilla. What do you think about the event? It's lovely. It's lovely. I'm very happy today to see my old friends, my old fans coming to me, you know, ask for the autograph and so on and so forth. So I'm very happy. I think it's a very good atmosphere for tomorrow game. So we are looking forward. About the fans, Glasgow is going to arrive with a lot of fans. We have a lot of fans here in Sevilla. Do you think there's going to be a little bit of a rivalry tomorrow? It's not going to be easy. I know definitely the Rangers is also a tough side. But so far as we determined to beat Barcelona, we can also beat the Rangers as well. All depends on the players, how they are going to be. They have to determine, they have to make sure that there are fans behind them. And when they do that, they can win very well. We are all waiting for the celebration for tomorrow. What do you think? How's the match going to end? Oh, it doesn't matter how it's going to end. 1-0, 2-0, when there's a penalty. It doesn't matter. We want to win. That is the main important thing. We are flying from Ghana to be here to just win the game. That's all. Thank you very much for coming. Enjoy the event. You're welcome. Thank you. Thank you. Ja, das ist ein tolles Erlebnis. Der Axel Hellmann hatte mich am Donnerstag angerufen und wollte sich bedanken für die jahrelange Arbeit in der Bundesliga. Und ich hatte halt leider nicht das Glück, in den letzten Wochen nochmal da zu sein. Und da hätten sie sich ja auch persönlich verabschiedet. Es ging jetzt nicht und ich finde es eine ganz tolle Geste und es hat sehr viel Stil. Und dann ein Jahr später, wo es auch um nichts mehr geht, wo man nichts mehr erreichen kann mit mir, auch wenn man mich einlädt, dann anzurufen und zu sagen, willst du uns nicht begleiten nach Sevilla? Und ich habe jetzt zweimal selber gepfiffen. Ich weiß, eine tolle Stadt. Es ist jetzt Euroleague-Finale. Die Eintracht ist da, so ein toller Traditionsverein. Es ist ja eine besondere Ehre und eine Auszeichnung und ich habe mich darüber sehr gefreut. Es haben wir morgen ein Spiel mit einem ganz besonderen Flair. Also wir haben einmal 150 Jahre Tradition gegen 123 Jahre Tradition und gefühlte 100.000 Ranger-Fans gegen 50.000 Eintracht-Fans, natürlich nicht im Stadion, weil das fast nur 40.000 Fans. Da wird es ein bisschen laut werden im Stadion, denke ich mal, weil da gibt es einen offenen Schlagabtausch. Was macht das mit den Spielern? Ich meine, das haben Sie ja auch schon erlebt als Schiedsrichter. Was macht das mit den Spielern und was macht das mit dem Schiedsrichterteam? Ja, das ist schon eine sehr besondere Atmosphäre. Im Finale sogar noch mal, natürlich noch mal umso mehr. Aber grundsätzlich sind alles Profis und man freut sich drauf. Man ist positiver Anspannung, aber wenn es dann losgeht, ist schon auch jeder fokussiert. Also insofern, die Spieler kennen solche Situationen, genauso wie die Schiris auch. Und da geht man professionell mit um. Die Spieler wollen gewinnen. So, der Eintracht drücke ich morgen natürlich die Daumen, weil, wie Sie schon sagten, das sind Traditionsvereine und wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich mich auch immer lieber für Traditionsvereine entschieden, die zu pfeifen, aber es ist ja kein Wunschkonzert. Und wenn Vereine es auch mit anderen Mitteln schaffen, dann ist es auch deren gutes Recht. Aber grundsätzlich ist es etwas Besonderes gewesen, bei Traditionsvereinen aufzulaufen. Und ich fand es immer eine Ehre, irgendwie in bestimmten Stadien auflaufen zu dürfen überhaupt. Und dazu gehört auch die Eintracht. Waldstadion war immer voll oder fast immer voll, war immer Stimmung, war immer Action. Die standen immer wie eine Eins hinter ihrem Team, war immer eine besondere Emotion. Und ich habe persönlich auch immer diese emotionalen Spiele geliebt. So. Also da ist man als Schiedsrichter auch besonders gefordert und die Spieler wollen gewinnen. Und als Schiri willst du möglichst ein schwieriges Spiel fehlerfrei leiten. Gelingt einem nicht immer oder oft auch nicht, aber so gut wie. Und das war immer mein Ansporn. Und wenn man das natürlich in einem traditionsreichen Club gemacht hat oder Stadion, dann war es umso beeindruckender. Das war einfach immer schön. Kann man mutmaßen, gibt es irgendwie eine Idee? Gibt es eine Idee, dass irgendein Team, eines der beiden Teams, vielleicht ein Müh vorne ist? Also bei dem Spiel halte ich das für sehr ausgeglichen. Ich glaube, wie auch alle anderen Experten, Fans, die Teams kommen halt über den Spirit, die kommen über den Kampf, über die mannschaftliche Geschlossenheit. Da werden sie nicht groß punkten. Also sie werden sich nicht den Schneid abkaufen lassen dürfen vom anderen. Und ich glaube, es werden so individuelle Fehler sein, die wahrscheinlich das Finale entscheiden werden. Ist meist so, als jetzt irgendeine besonders große Kombination. Ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird eine tolle Atmosphäre von diesen beiden Traditionsvereinen. Und drücken wir mal der Eintracht die Daumen. Dankeschön, schönen Abend noch. Ja, wir machen das ja immer vor ganz besonders großen Spielen, also gerade Endspielen haben wir uns in Berlin mit der Frankfurter Botschaft wirklich auch da einen ganz besonderen Namen zugelegt, den man ja überall hin exportieren kann. Wir haben das in Barcelona gemacht und jetzt hier wieder und es ist, glaube ich, gut,
um auch nochmal so ein bisschen einzustimmen und so ein paar Vibrationen und Energien freizusetzen. Und ehrlicherweise ist es auch gut gegen die Nervosität, wenn man abends was machen kann. Also es ist ein tolles Event und auch jetzt hier wieder auf der Hacienda, urspanisch. Ja, einfach ein tolles Ambiente und ich glaube, das ist total wichtig, um den Leuten auch nochmal was zu geben vor dem großen Tag. Man spürt hier regelrecht die Vorfreude auf das morgige Spiel. 150 Jahre Tradition gegen 123 Jahre Tradition, 100.000 Fans gegen 50.000 Fans. Die Superlative jagen sich gegenseitig. Wer wird es machen morgen? Ja, wir werden es machen, aber das ist für mich gar nicht der Punkt dabei. Weil ich bin schon froh, dass es überhaupt im europäischen Clubfußball so ein Finale geben kann. Weil es ist schon ein bisschen auch der Sieg von Traditionsmannschaften und also fanstarken Traditionsmannschaften oder Traditionsvereinen, die sich treffen in einem Finale. Das ist schon was Besonderes und ich glaube, das ist auch gerade so nach der Pandemie einfach ein gutes Zeichen, dass es nicht in einem etablierten Kreis abgehandelt wird, so ein Finale, sondern hier Wucht auf Wucht trifft, also wirklich Urgewalten. Und das muss man den Schotten schon attestieren. Die sind schon also genauso urgewaltig wie wir. Das können die auch auf die Platte bringen. Deswegen wird es morgen extrem stimmungsvoll und ich freue mich drauf. Die Glasgow Rangers waren immer so ein bisschen mein Traumverein, den ich immer gerne mal so in der Gruppenphase spielen wollte, weil dann reist man hin, dann erlebt man die Atmosphäre im Ibrox-Stadion. Die kommen hierher oder kämen dann nach Frankfurt, da würden die unsere Atmosphäre kennenlernen. Das hat schon einen besonderen Charakter bei einem Club, der 150-jähriges Bestehen feiert. Also ich meine, wir sind ein Traditionsverein, aber 150 Jahre sind noch mal ein paar Jahre mehr. Habe ich größten Respekt und wenn Respekt auf Respekt trifft und so ist es, dann wird es ein großes Spiel. Also haben wir auf jeden Fall einen Gewinner, den Fußball? Zu 100%. Und ich sage auch den europäischen Clubfußball. Ich spitze das durchaus mal etwas zu und ich glaube, dass das bei vielen Leuten in der UEFA genauso gesehen wird. Alles klar, dann danke ich dir. Schönen Abend noch. Dankeschön. Peter, jetzt haben wir 42 Jahre auf den Tag gewartet. Morgen ist es soweit. Wie fühlst du dich? Wie 42 Jahre lang warten. Eine unbeschreibliche Zeit. Da gab es mich als Fan dabei. Sind Momente, die auch tief in mir drin sind. Und das erleben zu dürfen, dass wir morgen im Endspiel sind und natürlich diesen Pokal holen wollen, mit aller Gewalt, ist was ganz Großes, ist magisch. Und in mir sind so viele Gefühle, die überhaupt nicht zu beschreiben sind. Wir erwarten morgen im Stadion richtig viel Stimmung, denn wir sind nicht die Einzigen im Stadion. Auch die Schotten werden Stimmung machen. Was glaubst du, wer vorne liegt mit der Stimmung? Also wir werden so viel Stimmung haben, dass in die Röcke die Kills wegfliegen. Die haben angekündigt, sie machen ein Heimspiel daraus und werden es diese Eintracht zeigen. Habe heute schon versucht, hier auf der Party zu sagen, dass wir stark genug sind und dass wir die Energie, die wir alle Spiele hatten, die uns getragen hat, dass wir die auch morgen zeigen. Ich will diese Aura spüren, die es immer gegeben hat, die unsere Mannschaft trägt und trägt zum Sieg, damit ich auch den Satz, den ich nicht sagen sollte, morgen Nacht aus diesem verdammten Pokal saufen kann. Wir haben hier heute auf der Hacienda schon mal ein bisschen vorgefühlt, wie sich das anfühlt, wie diese Vorfreude auf dieses Spiel morgen sich anfühlt. Eintracht Frankfurt hat eingeladen, damit wir nochmal zusammenkommen, nochmal die Kräfte sammeln, dass wir nochmal richtig uns zusammentrommeln für morgen, Kräfte sammeln. Du hast eine Kampfrede gehalten, will ich mal sagen, auf der Bühne, um nochmal die Kräfte loszulösen. Wie machst du das immer? Wie sammelst du deine Kräfte? Also ich merke schon, dass bei mir der Akku ziemlich low ist, gebe ich auch zu. Und ich werde morgen auf der Fanmeile sicherlich nochmal versuchen, auch all unseren Fans ein Stück was rüberzubringen mit dieser Menge. Also die Begeisterung halt nochmal anzustecken. Ich hoffe, dass mir das auch gelingt, weil ich will dieses Stadion ganz einfach kochen sehen. Ich will es spüren, ich will diese Gänsehaut wieder haben und ich will, dass unsere Mannschaft getragen wird von den geilsten Fans der Welt. Alles klar, ich danke dir. Ob du dir das merken kannst? Thank you.
Ist noch nicht West Ham und Rangers. Ganz genau. Vielen Dank. Gerne. Ulmer und so weiter. Und ein sehr schöner Tag in meinem Leben. Und im Nachhinein danke ich Jürgen noch. Wie es ist, das werdet ihr morgen sehen. Unsere Mannschaft ist einfach in der Spur. Wenn man überlegt, wie er alleine dieses Spiel in Barcelona gemacht hat, sind so viele von uns schon gegangen, auch Bruno Pitzer zum Beispiel auch. Und wenn wir das schaffen sollten, ihr wisst genau, ich bin eher pessimistisch, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir morgen das mit eurer Unterstützung packen werden und in den Tag lassen. Machen und somit eigentlich dann weiterkommen und dem Heiler Barcelona auf dem Weg. Und wir sind alle davon überzeugt, dass wir auch morgen den Titel holen. Das geht uns allen so, dass wir am Anfang der Saison. Wo ist dein Geheimnis? Naja, nicht so wirklich, oder? Also vielleicht liegt es auch daran, dass am Anfang der Saison es. Oder der UEFA-Präsident gesagt, Schäferin. Er ist total begeistert, weil die zwei lautstärksten Fangruppierungen und Vereine Europas morgen gegeneinander spielen. Wenn ich heute hierher komme, ich will das mal hören. Wir sind morgen im Finale. Ist das so? Punch, den wir in diesem Club hinbekommen. Und zwar von der Mannschaft. Wir hatten das Glück, in Barcelona zu sein und wir haben da gesehen, was ich glaube. Wir sind hier alle hergekommen, um den Pokal mitzunehmen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Jungs... Wir sind alle angezündet. Ich habe am Sonntag auch... Das merke ich, ihr seid angezündet. Also, ich halte mein Maul. Ich habe gesagt, was ich von euch verlange. Und wehe, ihr seid daran schuld, dass ich nicht aus diesem verdammten Pott saufen darf. Nee, die vorbereitet hat. Die Kolleginnen und Kollegen. Ich stimme keine. Der Weg war fort von hier in andere Stadt.